Okay, der Wind bläst diese Ablage nach hinten. Okay, man kann diese Fenster, sage ich mal, zumachen. Dann ist es ja ruhig. Versuchen wir es mal anders. Erst wenn das untere aufgeht, mache ich das Ding da hoch. Nur das Timing muss stimmen. Ja! Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Nehmt, steck alles ein, Lara. Wir hauen ab, scheiß auf die anderen. Wir sind reich, wir sind reich. Reich wie ein Scheich. Nein, ich werde jetzt nicht abheben. Ich werde jetzt nicht überheblich. Geld ist nicht wichtig. Wer das sagt, lügt oder hat keine Ahnung, wie man mit Geld umgeht. Beziehungsweise das umgehen muss.
So, weiter geht's. Ja, aber wo soll ich jetzt hingehen? Soll ich es machen? Wieder zurück oder was? Schatzkarte? Kann ich hier echt nichts mehr machen? Glückwunsch!
Ich weiß es gar nicht, ob ich zurückgehen soll. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Wo sind jetzt diese Belohnungsorte? Wo ist denn die Belohnungsorte? Eierwilderin. Eierdiebin! Du Diebin! Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Der Botschafter entdeckte ein schreckliches Geheimnis und floh nach Yamatai. Was hat er gefunden? Und was ist aus ihm geworden? Ich habe jetzt richtig Lust, diese ganzen Nebenmissionen zu machen. So, ich brauche Erfahrungspunkte. Oh, das krabbelt hier.
darüber. Ich will noch nicht darüber. Warte mal ganz kurz. Nee, da will ich ja nicht hin. Ah, doch, da will ich hin. Oh, hier sind aber viele Fragezeichen. Die habe ich alle noch nicht gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich einfach rumlaufen kann und irgendwelche Missionen erledigen kann oder Sachen finden kann. Du warst so blöd, ich habe gar nicht richtig geschaut. Egal, ich gehe zu diesem Typen und dann mache ich weiter. Ich ahn. Oh! Scheiße. Ah! Wow, das ist nämlich mal eine Reaktion. Ich will mich umziehen. Ich muss für meinen Retter gut aussehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dieser Sache. Wow! Hauptsache alles kaputt machen. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ich finde schön, dass sie mit der Fackel Platz macht für die Kamera. So.
ausgedorrte Schlucht. Gar nichts sehen. Vier Wesen. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Hier noch was? Okay, von dort bin ich gekommen. Ich guck einfach nur, ob ich noch was finde. Juhu. Eine Königin. Himiko? Alles symmetrisch. Unglaublich. Captain Jessop? Captain Jessop? Du hast mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Shimazuri Nyagdiru!